Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ihr seht, wir wollen jetzt Sherlock Holmes antesten. Ich bin mega gespannt. Ich habe damals die ersten Bilder gesehen und müsste auch eigentlich richtig eingestellt sein jetzt, dass ihr mich vernünftig hört. Ich habe eben schon mal hier so das Intro so kurzzeitig anlaufen lassen und alles eingestellt. So. Und jedenfalls habe ich damals die ersten Bilder gesehen und war da sehr heiß drauf. Und bin jetzt mal gespannt, wie es ist. Ich werde auch, wie im letzten Gameplay-Review, werde ich das jetzt hier wieder teilen. Also wir werden so circa Stunde, anderthalb Stunde, so in etwa werden wir spielen. Das werde ich dann in 30-Minuten-Parts teilen. Und ja, da könnt ihr euch das dann angucken. Und am Ende vom letzten Video, Part 3 sozusagen, oder 2, ich weiß nicht, wie lange ich spielen werde, werden wir ja sehen, wird dann die, ja, meine Abschlussbewertung kommen, wie ich es finde und ja, wie es mir gefallen hat. Ich habe mir extra gar nichts dazu durchgelesen. Ich weiß nichts vom Spiel. Alles blind, wie immer. Laden, Einstellungen. Gucken wir mal bei Einstellungen vorher nach. Audio, Game, Gesamtmusik. Machen wir mal lieber ein bisschen runter. Machen wir mal auf 40. Ja, machen wir 35. Dialoge müssen laut sein, Musik können wir ruhig noch ein bisschen runterdrehen, ohne auf 40. Effekte lassen wir laut, ne, Musik können wir auch. Ja, lassen wir 40. So, zurück. Gameplay will ich nicht sehen, Video. Kammerwerte. Boah, nee, sieht kacke aus. Machen wir mal wieder auf 32, lassen wir das mal, wir wollen es ja düster haben. So wird gespielt, will ich auch nicht sehen. Da will ich mich ja überraschen lassen. So, neues Spiel. Ich bin mal gespannt. Da oben die Schrift sieht so ein bisschen russisch aus. Ich da? Kam ja nicht mehr so schlecht. Ich bin sowieso ein riesen Sherlock Holmes Fan. Von den Filmen über die Serien, die es da gibt, ja, finde ich alles mega geil. Ich finde diesen neuen Sherlock Holmes auch geil, der in New York lebt. Elementaries oder so heißt die Serie. Kann ich euch nur ans Herz legen, mal am Rande. Die ist wirklich sehr geil. Und dann gibt es noch einen aus London, der kam auf ARD. Staffel 1 hat er, glaube ich, 3 Folgen und Staffel 2 auch. Der ist auch nicht schlecht. Ja, da ist Sherlock Holmes mal nicht so als der nette, liebe Mann dargestellt, sondern so als quirliger Kauz, wie er auch ist. Also, finde ich sehr geil. Das war ein Schuss. Schade, dass es in Englisch ist. Stop, Holmes. Kann man da vielleicht noch was einstellen in den Einstellungen? Gameplay. Empfindlichkeit. Das ist alles so okay.
Untertitel an. Das wollte ich nicht ändern. Audio. Video ist ohne Gamma. Scheiße. Kann man nicht einstellen. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet please. I'm trying. Die Grafik sieht geil aus. Man sieht so her, dass er sich vor jedem Tag erst rasiert hat. So dunkel um und rum. Ah, Lestrade. What is it this time? They can see me. Und die eine Seite sieht so ein bisschen wund aus. Gentleman by the name of Peter Kerr, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client. Also der Einstieg ins Spiel ist schon mal geil, kann ich schon mal sagen. Also der ist schon mal richtig geil. You're out of your mind. Holmes baut wieder Scheiße und schießt da rum. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Aha, okay. So, da kann ich hier mal die Seiten wechseln. Also mit einem R3-Knopf wechseln wir die Seiten. Ach Quatsch, hier, ja, wenn wir auf der Seite sind, die Informationen. Und mit dem L3 können wir das Buch bewegen. L1 und R1 gehen wir oben vor. So. Ach, da kann ich dann hier auch mit L3 hier zum Beispiel hin und her bewegen. Was haben wir noch? Briefe. Ja. Ah, die Sounds sind schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Mord untersuchen. Okay. Ich will den ja untersuchen. Habe ich doch gemacht. Achso, jetzt ist es weg. Okay. Achso, da quatsche ich ihn gleich wieder an. So, das ist sie. Okay, dann gehen wir hier mal die Tür öffnen. Achso, falsche Tür. Nee. Ich öffne jetzt die Tür. Das untersuchen. Ich würde jetzt echt gerne mal die Tür öffnen. So, du musst ja irgendwo... Ah, ich denke mal Touchpad, oder? Auch nicht. Mensch. Ja, leck mich doch. Das ist doch nicht der Möglichkeit. Ich bin jetzt ein bisschen scheuer zum Spielen. Oh, Ego-Perspektive kann man ja auch machen. Ist ja auch geil. Aber ich mag lieber, wenn man den sieht.
Buch. Das ist die Ego-Perspektive. Das Buch. Hier kann ich untersuchen, oder? Sehr cool. Okay. Ach, hier kann ich kombinieren, oder was? Auch nicht schlecht. Öffnen. Ja, wie öffne ich diese Tür? Kann man mir das auch mal sagen? Watson. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess. Wenn ich da was mache, ist es X. Hier macht er aber immer nur das Buch auf. Achso, fragt er. Der will bestimmt wissen, wo ich hin will. Nee, doch nicht. I cannot leave yet. I am not finished here. Weißt du, wieso nicht? I cannot leave yet. I am not finished here. Ach, der muss ja erstmal hier was zu Ende bringen. Oh, what a mess! What a terrible mess! This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it. My archive. I can always consult with it if needed. My analysis table. It is useful for my work. Oh, eine dicke Frau. Darf ich nochmal durchgucken? Ob die sich auch noch nackig macht? Aber damals waren sie alle ziemlich prüde. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ach, ins Chaos kann man, okay. Oh, what a... Kann ich das irgendwie... Ja, ich kann doch gar nichts machen. So. Ist doch X. Weil alles andere macht da oben mit X. Ist nicht... Noch eine Tür. Oh. Achso, ich muss mich hier erst umziehen, siehst du? Ich kann ja nicht im Bademantel vor der Tür gehen. Anzug hat mir. Ja. Nee, ich werde diesen grauen Anzug, den werde ich nehmen. Zum Schminktisch, ich kann mich auch schminken. Ja, diese typische Mütze. Bart nicht. Sieht so ja die... Ja, den Qualm. Ach, guck,
Guckt euch mal den Vorhang an. Selbst der ist, sieht so aus, als wenn der von damals so mit so dicken Stoff. Das sieht jetzt nicht so verwaschen aus, wie ihr denkt. Das ist jetzt, weil damals der Stoff ja so dick war. Da war ja nicht so viel Möglichkeit. Krasse Scheiße. Raus. So, jetzt geht er. Doch geil aus, oder? Kann ich auch umgucken? Nee, kann ich nicht. Ah, die Koteletten. Hey, die geht nicht richtig im Mund drin, aber müssen wir nochmal auffangen. Also ansatzweise. Aber naja. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Wo ich das kenne. Da gab es ein Point-and-Click-Adventure, da war so ein Garten. Wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, dann schreibt das doch mal bitte unten drunter. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, weil ich weiß noch, ich kenne das noch mit diesem Bild und dann mit diesem Beet und dann jetzt auch so links so ein bisschen Hecke und so, aber ich weiß nicht mehr, welcher Point-and-Click-Adventure das war. So, ich will aber Sherlock sehen. So, hier, das untersuchen wir mal. So. Oh, trampel doch nicht Rinder, Sherlock, Mensch. Mr. Holmes? Geht's nicht auf, okay. Ah, was haben wir hier? It seems that the garden was well maintained. It seems that... Aha, okay. Und da habe ich einen neuen Anhaltspunkt. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? Die Stimme finde ich gut. At 2 o'clock in the morning, es war Englisch, aber ich finde es so gut. I
thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. Well, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh, dear. Was ist mit den Lichteffekten? Finde ich gut. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. So, kann ich jetzt nochmal machen, oder was? Falls ich noch was vergessen habe, ist ja cool. Kann ich hier mit hin und her wechseln, ist ja echt cool. Halt, ich will noch hier gucken, ob da der Schaufel hat ist. Nee, ist nicht. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor, and you married him soon afterwards. Oder der Kompanion oder rüber. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Der sagt. Mr. Holmes? Dell? Komm ich auch nicht rein? Scheiße. Ja, der lacht, wir klären nur ihren Mord auf. Jetzt auch nicht rein.
Schützen lang, ich kann nur die Wege gehen. Okay, ist ja nicht schlimm. It seems that the garden was well maintained. So eine gleiche. Mr. Holmes? I cannot leave yet. I am not finished here. Ich kann noch nicht gehen, der ist noch nicht fertig, okay? R1. Bodenspuren. Jetzt hat er das, jetzt kann er das untersuchen. These footprints appear to be quite large. Watson. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care. So, jetzt komme ich da auch rein. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Entschuldigung? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Die Wartung oder was? Ich will doch nochmal, ich will doch richtig. So. Sieht aber aus, als wenn da gekratzt ist. Kratzer. Da haben wir doch jetzt. Also das haut nicht immer gleich beim ersten Mal hin. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Jetzt kann ich nur noch untersuchen, oder was? Nee, jetzt komme ich ran. Jetzt komme ich ran. So. What a terrible way to die. So, das machen wir ja noch zu Ende und dann... Oh, hier. Someone drank from this glass recently. Someone... Aha, okay. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Sodbrennen. Sorry Leute, aber ich habe echt Sodbrennen. Hmm, this aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Hä? So. Kann ich nur hoch und runter machen. Klasse. This is a coarse tobacco. So, da kann ich springen. Das ist ja doof. Hab ich schon wollte doch gar nicht. Ach, das hätte nach hinten hier muss, die Feder. Mhm. Mhm. Gucken wir uns mal die Leiche an. The
weapon fully penetrated the body. The force of the penetrated. Ich sag nix. Ich sag nix. Ich sag nix. Ist penetriert worden. Da sind die Stiefel. Peter Carey's boots. Fußabdrücke von. Old navigation instruments, nothing interesting. Okay, ich sehe da schon wieder. Nein, ihr sollt nicht raus. Ich will da weiter untersuchen. So gucken, da ist doch noch was da. Old navigation. Also Navigation, toll, weiß schon. So, jetzt gucken wir hier noch. Zack. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Ha, bin ich gut, an object bin ich was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Bin ich gut oder bin ich gut? So. Aber dann würde ich jetzt für den ersten Teil jetzt mal hier Schluss machen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part. Und wir werden da auf jeden Fall weiterspielen und dann nachher kommt halt, wie gesagt, meine Bewertung. Bis gleich.